Ja, herzlich willkommen zur letzten Session hier beim Kernel-Gipfel auf der Frostcon, powered by Linux-Tag, wenn ich das mal als kleine Werbeeinblendung hinzufügen darf. Unser letzter Vortragender ist Simon Budig. Simon ist bei mir hart verdrahtet in den Neuronen, eigentlich mit unzertrennbar mit dem Begriff GIMP. Ja. Vernetzt. Und deshalb habe ich auch ganz am Anfang gleich einen Fehler gemacht, einen kleinen Fauxpas. Ich will zunächst als Tablet-Treiber Vortrag angekündigt. Das ist natürlich falsch, weil zwar hast du früher viel gerade mit Wacom-Pads, glaube ich, gearbeitet, aber heute geht es um das Thema Glasflächen. Ja, Glasflächen und okay. Ich würde sagen, ich lege dann einfach mal los. Meine Stimme hört sich nicht immer so an. Ich bin ziemlich erkältet. Ich hoffe, ich werde diesen Vortrag einigermaßen sinnvoll überstehen. Und ich würde euch bitten, wenn irgendwelche Fragen auftauchen, haut einfach rein. Da komme ich mit klar. Finde ich sogar besser, als wenn man da dann hinterher sich irgendwie so ein Backlog angeschafft hat, was man erst abarbeiten muss. Ja, was ist hier gemeint mit Upstreaming eines Touch-Treibers. Konkret geht es darum, dass ich sage erstmal noch zwei, drei Sachen zu mir. Mein Name ist Simon Budig, haben wir ja eben gerade schon gehört. Ich bin seit 2006 bei Kernel Concepts als Entwickler tätig und komme überwiegend eigentlich von der Anwendungsseite. Seit 2003 bin ich Diplom-Mathematiker, das heißt, ich bin auf die schiefe Bahn geraten und seit 97 bin ich also in der GIMP-Entwicklung mit aktiv und da kommen natürlich dann auch eben ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele Linux-Tag-Vorträge über GIMP ich gehalten habe. Es waren auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, und damit ist eigentlich auch klar, ich komme eigentlich eher aus der Anwendungsentwicklung. Das heißt, wenn ich irgendwie mit Fenstern und GUIs und sowas rumhantieren komme, dann bin ich eigentlich recht glücklich. Nur ist Kernel Concepts aber ein Dienstleister, der sich sehr stark auch oder als Schwerpunkt eben auch die Entwicklung von Linux-Systemen für Embedded-Systeme fokussiert. Und entsprechend war es dann halt irgendwann so weit, dass ich auch mal an Kernel-Source-Code rangehen musste. Und das war, wovon ich jetzt hier berichte, das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Also das war in den Jahren 2011, 2012. Konkret geht es darum, da kommt dann halt ein Kunde an. In dem Fall war das Glynn, die als Distributor Touch-Gläser von der Firma EDT im Programm haben. Das sind einfach, kann man sich vorstellen, ich habe leider jetzt nicht dran gedacht, eins mal mitzubringen. Das sind einfach wirklich Touch-Gläser, auf die Kontakte oder Sensoren aufgedampft sind. Und daneben dran hängt dann an einem kleinen Flexkabel ein Controller, der die eben ansteuert und auswertet und eben dann kapazitiv auswertet, wie viele Finger berühren jetzt wo den Bildschirm. Und das wird dann eben umgesetzt, dass man dann eben schön mit seinem Handy dann irgendwie durch die Gegend wischen kann. Ja. Konkret geht es da um eine Familie von Touchgläsern, die als Gemeinsamkeit einen Controller drauf haben von Focaltech, den FD5, dann kommt irgendeine Ziffer und 06. Der ist über letztlich wird er dann über I²C in den Kernel eingebunden und gibt halt Touchgläser von 4,3 Zoll bis 7 Zoll und die Idee war halt, okay, ja, das ist, der Chip kommt von einem asiatischen Hersteller, irgendwo flog auch ein Linux-Treiber drum, ich sag mal, von zweifelhafter Qualität und es ging eben darum, dass Glynn seinen Kunden, den er das Touchglas weiterverkaufen wollte, möglichst guten Linux-Support bieten wollte und deswegen bei uns die Entwicklung eines Touch-Treibers für diese Modellreihe in Auftrag gegeben hat. Das haben wir gemacht, das hat auch soweit gut funktioniert, inklusive ein paar Spezialfunktionen, die man sonst nicht so kennt. Also konkret ging es darum, Rohdaten auszulesen, also dass man einen Einblick darauf kommt, was passiert denn jetzt eigentlich elektrisch auf den Sensoren. Und dann stellt sich halt irgendwann die Frage, kann man nicht dafür sorgen, dass dieser Treiber upstream in den Kernel kommt? Vielleicht hat man da dann ein bisschen weniger Maintenance-Aufwand, um eben mit Anpassung an neue Kernel
Außerdem bin ich ja sowieso schon seit Ewigkeiten Verfechter von freier Software. Und wir haben das also überlegt und nicht zuletzt ist es auch cool, wenn man dann irgendwann feststellt, huch, jetzt bin ich hier im Linux-Kernel voll mit drin, von daher war das auch ein Stück weit eine Motivation, das mitzumachen. Wie ist das so im Groben abgelaufen? Also ich habe im September 2011 habe ich den ersten Patch auf die Linux-Input-Mailing-Liste geschickt und letztlich hat es circa 9 Versionen von diesem Patch gebraucht, bis er dann sozusagen upstream-tauglich war. Ich glaube, die Codequalität von dem Treiber hat dadurch sehr gewonnen. Also das war sehr, sehr gut, dass man da dieses intensive Review von Leuten auf der Mailingliste kommt. Das Problem ist allerdings, dass die Kommunikation sehr zäh, sehr schleppend ablaufen kann. Da waren also teilweise über Wochen hinweg Kommunikationslücken. Man hat eine Frage gestellt, es kommt keine Antwort oder es kommen sich widersprechende Antworten. Das hat das Ganze natürlich sehr anstrengend gemacht, vor allem wenn dann tatsächlich irgendwann mal die Antwort kommt und man darauf reagieren will mit eben einer neuen Version von dem Patch, dann stellt man halt fest, oh, jetzt habe ich aber gerade eigentlich völlig was anderes irgendwie auf dem Schreibtisch, das muss jetzt irgendwie dringender erledigt werden. Das heißt, da kamen dann eben auch von meiner Seite aus entsprechende Delays in die Kommunikation. Letztlich hat es dann irgendwann geklappt und eben im Juli 2012 ist das dann aufgetaucht. Ich habe vorher nie so wirklich in der Kernel-Entwicklung drin gesteckt. Das heißt, ich war in dem Moment wirklich so ein Newbie. Ich wusste nicht so ganz genau, wie läuft das Ganze. Okay, ich wusste irgendwie, man schickt da Patches auf die Mailingliste und hofft, dass was passiert. Und ich habe halt so den Eindruck, dass ein Problem an dieser Stelle ist, dass man rauskriegen muss, wer sind denn hier jetzt die relevanten Leute? Also ich habe wirklich am Anfang einfach nur auf die Mailingliste gepappt und da hat auch jemand reagiert und der war auch später durchaus wichtig, das ist schon ganz klar. Aber so richtig Drive hat das Ganze eigentlich erst bekommen, als dieser Treiber jemand anders aufgefallen ist und der da eben wirklich mit nochmal 3, 4 Review-Schritten da mitgeholfen hat. Und ja, was sind das so für Probleme, mit denen man mit denen ich da konfrontiert war? Okay, der Patch, den ich ursprünglich geschickt habe, der war für einen etwas älteren Kernel. Da waren dann also so Bemerkungen nach dem Motto, ja, wenn man diese Funktion, die du da verwendest, die gibt's in aktuellen Kernel schon lange nicht mehr. Das muss man anders machen. Oder es waren wirklich so Coding-Style-Geschichten. Also da könnte ich einen eigenen Rant drüber halten, warum der Kernel-Coding-Style, gerade was das Handling von Whitespace angeht, in meinen Augen jetzt nicht so prall ist. Ich verkneife mir das jetzt an dieser Stelle mal. Und dann gab es ein relativ wichtiges Problem, das mit einer Funktion GPIO to IRQ zu tun hat. Wir haben ja vorhin schon mal irgendwie angesprochen, dass eben so ein Input-Output-Pin, General-Purpose-Input-Output-Pin an der CPU IRQs auslösen kann. Und die Nummerierung von den Pins hat nicht zwingend was mit der Nummerierung von den IRQs zu tun. Das heißt, wenn man eben einen Callback registrieren oder einen IRQ-Händler registrieren möchte, braucht man die Nummer von dem IRQ. Um aber den PIN am Anfang wirklich richtig zu konfigurieren, also auf Input setzen, auf welche Flanke soll der, in dem Moment, das steht bei dem IRQ dabei, aber den auf Input setzen gegebenenfalls noch irgendwie sicherstellen, dass da irgendein Pull-up dazugeschaltet wird oder sowas. Dazu braucht man die PIN-Nummer. Und es gibt eben eine Funktion, die PIN-Nummer hernimmt und einen dazu passenden IRQ-Nummer rausspuckt. Problem, die gibt's nur bei ARM. Und auch da nur mit Glück und irgendwie so richtig toll ist das alles nicht. Und das war also ein größeres Problem, wie man das Ganze resolvt. Da werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Dann gibt es, gerade wenn es um Multitouch geht, also man hat mehrere Berührpunkte gleichzeitig auf dem Touchglas, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie der Treiber das in den User Space kommuniziert. Konkret gibt es da ein A-Protokoll und ein B-Protokoll. Das A-Protokoll sieht so aus, dass bei jeder Änderung komplett alle Informationen rausgehauen werden. Das B-Protokoll sieht so aus, dass
das sozusagen stateful ist, dass also mitprotokolliert wird, okay, welcher Kontaktpunkt hat sich jetzt geändert und nur das wird aktualisiert, was natürlich sozusagen die Last bei dem Verarbeiten von den Events reduziert. Ja, und das sind so Sachen, die sind nicht so ganz einfach, schon alleine eine klare Empfehlung zu kriegen. Soll ich denn jetzt mir die Arbeit machen und auf das B-Protokoll umstellen? Ja oder nein? Da kriegt man nicht so eine richtige Antwort. Das ist also so ein bisschen schwierig. Die ganze Kommunikation ist an der Stelle zäh, weil wenige Leute sich trauen, wirklich eine ganz klare Empfehlung an dieser Stelle zu geben, was für jemand, der in diesem Kontext relativ neu ist, halt sehr hilfreich wäre, weil ich mache ja alles. Hauptsache man sagt mir, was richtig ist. Ich will es halt nicht doppelt und dreifach machen. Konkret sieht das dann zum Beispiel so aus. Das war eine Frage, die ich gestellt habe. Ich wusste halt, dass IRQ to GPIO irgendwie so ein Ding ist, was so ein bisschen schwierig ist, weil es das halt nur für ARM gibt. Und jetzt ist halt die Frage, wie macht man das? Also es gibt zu den verschiedenen Plattformen, die man so hat, gibt es auch immer noch ein sogenanntes Board-Setup-File. Das ist inzwischen ein bisschen obsolet, was ich hier erzähle, weil inzwischen der Device-Tree viele von diesen Aufgaben sozusagen übernommen hat. Aber damals war eben der Device-Tree noch nicht so richtig verbreitet. Und jetzt ist also die Möglichkeit, dass man sozusagen die Konfiguration des GPIO-Pins am Anfang ganz aus dem Treiber rausnimmt und sagt, okay, bei meiner Board-Initialisierung, also ich habe eine C-Datei, die sozusagen die grundlegende Hardware für dieses eine Hardware-Modell initialisiert, die macht also das Setup von dem GPIO-Pin, damit er dann später ordentlich IRQs liefern kann. Oder ich mache das Ganze eben konfigurierbar in der Plattform-Data, die letztlich auch aus dem Board-File kommt, aber der Initialisierungscode für den GPIO-Pin packe ich letztlich in den Treiber. Das wäre sozusagen die andere Alternative. Und das ist also eigentlich dann hier jetzt mal letztlich die Frage, soll ich das machen, ja oder nein? Kriegst mal eine Antwort. Okay, jedes Board, das diesen Treiber verwenden will, müsste dann also diesen Code zum Initialisieren des GPIOs selber implementieren. Das muss also jede Menge Code dupliziert werden. Und mir wäre es also eigentlich lieber, wenn der Treiber selber, das im Treiber selber implementiert wäre, damit wir eben diese Code-Duplizierung nicht haben. Zack. Ein Tag später kommt eine Mail von jemand anders. Also wenn du die GPIO-Nummer für sonst nichts brauchst, würde ich das eben doch machen, dass man das in dem Board-Setup macht. Die Code-Duplizierung ist halt akzeptabel, aber wenn man es im Treiber macht, dann ist das überflüssige Information in dem Treiber. So, da habe ich jetzt also zweimal von Leuten, deren wechselseitige Kompetenz ich nur bedingt einschätzen kann, Hinweise bekommen, wie ich das jetzt implementieren soll. Und stehe halt wieder Ochs vom Berg, weil ich nicht weiß, was ist denn jetzt hier das Richtige an dieser Stelle. Und das war halt nicht zu resolven. Also da gab es irgendwie keine Möglichkeit für mich zu sagen, okay, wer ist denn jetzt hier die nächste höhere Instanz, der das jetzt einmal final entscheiden könnte. Und das sind dann so Stumbling Blocks, wo man dann halt einfach dran hängen bleibt und letztlich sich frustriert abwendet und erstmal was anderes macht. Letztlich hat es aber dann irgendwann geklappt, am 23.07.2012. Seitdem bin ich Linux-Kernel. So, was hat sich jetzt als Nachspiel sozusagen ergeben? Jetzt habe ich also da diesen Treiber in den Kernel reingebracht und was habe ich dann anschließend dafür mit Erfahrung gemacht? Zwei Probleme. Erstens kam der Hersteller EDT um die Ecke und hat gesagt, okay, das war jetzt die Modellreihe M06 und hier haben wir jetzt die Reihe M09. Die funktioniert komplett anders. Das ist also wirklich die Art und Weise, wie über I²C die notwendige Information kommuniziert wird, ist einfach anders. Dann habe ich lustigerweise viele Mails von Leuten so überwiegend aus dem russischen Sprachraum bekommen. Und die haben gesagt, okay, ich habe hier dieses Stück Hardware, ich weiß nicht, da ging es, glaube ich, um irgendwelche E-Book-Reader oder sowas, da ist ein FT5X06 drauf.
Und wie kann ich denn jetzt den Treiber damit verwenden? Problem, EDT hatte sich für die M06-Serie eine völlig eigene Firmware stricken lassen, die ein ganz anderes Kommunikationsprotokoll implementiert hat als die anderen, üblichen Anwendungen für diesen FT5X06. Das heißt, den musste ich dann immer sagen, ja, tut mir leid, das ist wirklich nur für die Produkte von EDT. Lustigerweise, als dann eben später die M09-Reihe rausgekommen ist, war das plötzlich wieder viel, viel dichter an dem, was alle anderen machen. Dann haben wir das Problem jetzt bei uns in der Firma konkret, dass bei vielen Projekten die Kernel, wo die Projekte drauf laufen, älter sind als Mainline. Also die hängen halt einfach ein paar Versionen hinterher. Das heißt, wir sind wieder dabei, irgendwelche Patches zu pflegen, nur halt um diesmal den Mainline-Treiber wieder rückwärts zu portieren. Ich war jetzt leider bei dem Vortrag eben gerade nicht da, wo es eben um dieses Backporting-Projekt ging. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da so ganz ähnliche Probleme auftauchen. Man muss halt, teilweise sind die Änderungen wirklich nicht schwierig oder man muss halt einfach nur wissen, wie man damit umgeht. Aber das ist halt, gut, verdienen wir Geld auch gut. Und dann kam von der Firma Caro der Herr Lothar Wassmann, der hat dann die WiseTree Support eingebaut. Das heißt, der ist jetzt da im Moment eigentlich auf einem ganz guten Stand. Und ich bin im Moment gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich da nochmal irgendwie eine Runde mache, wobei ich irgendwie halt niemanden habe, der mir das bezahlt und so toll ist die Aufgabe dann auch nicht. Also ich muss mal gucken, ob das wirklich klappt. Wie gesagt, die M09-Serie von EDT ist wieder viel dichter an anderen Implementationen von Touchscreens mit diesem Focal Tech Chip. Und eventuell ist es sinnvoll, den M06-Treiber, der so dieses völlig andere Kommunikationsprotokoll spricht, wieder in einen eigenen Treiber auszulagern und einen gemeinsamen Treiber zu machen für die M09-Serie und eben andere Focaltech-basierte Chips oder Touchscreens. Und dann könnte man eben in diesen zweiten Treiber auch eine etwas erweiterte Konfigurierbarkeit via DeviceTree einbauen. Konkret ist nämlich das Problem, dass viele Hersteller sehr lässig damit umgehen, wie sie die Firmware in diesem Focaltech-Controller für ihre Applikation tatsächlich dann konfigurieren. Also ich habe zum Beispiel von einer Firma ein Display da gehabt, da war obendrauf schon das Touchglas laminiert. Das Display hatte eine Auflösung von 800x480, so ein typisches 7-Zoll-Display. Und der Touchscreen habe ich angeschlossen, habe geguckt, welchen Range von Koordinaten, welcher fällt da denn eigentlich raus und stell fest, 800x480 ist ja eigentlich ganz okay, manchmal hätte man vielleicht ganz gerne so Subpixel-Auflösung, das wäre schon mal ganz nett für GIMP zum Beispiel. Bis mir dann irgendwann auffällt, ja verdammte Hacke, die haben die X- und Y-Achse vertauscht. Das heißt, er hat in die Höhe hat er eine 800-Punkte-Auflösung, in der Breite hat er eine 480-Punkte-Auflösung. Und da steht man dann halt irgendwie davor und denkt sich, okay, was mache ich denn jetzt hier? Fixe ich das jetzt im Treiber? Überlasse ich das dem User Space irgendwie so einem doch etwas kruden Hack wie TS-Lib oder sehe ich eben im Kernel-Treiber einen Mechanismus vor, um so Bullshit korrigieren zu können? Und das sind also Sachen da, die im Moment so ein bisschen als Frage im Raum stehen, wo ich selber noch keine klare Antwort darauf habe. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also, die Frage war, ob man die verschiedenen Touchgläser an irgendwelchen Vendor-IDs erkennt und dann entsprechend im Treiber darauf reagieren könnte. Blacklist oder eben sagt, okay, den kenne ich, der hat irgendwie diesen und jenen Quirk, da kann ich irgendwas damit machen. Wenn man dieses Focaltech-Datenblatt, was ich jetzt irgendwie von diversen Leuten immer wieder in der gleichen Variante mit immer wieder den gleichen Confidential-Hinweisen gekriegt habe, wenn man sich das anguckt, dann sind da riesige Registerlisten, was irgendwie alles als Register zur Verfügung steht. Da sind auch solche Identifikationsregister dabei. Dann liest du die und kriegst von einem zum nächsten Boot unterschiedliche Werte. Und das ist also echt...
Da muss ich sagen, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo ich jetzt, was ich EDT hoch anrechne, weil die haben auf solche Sachen wirklich Wert gelegt. Die haben auch in ihrer Firmware noch Erweiterungen drin, dass man sozusagen abfragen kann, hier, was hast du denn jetzt gerade für eine Auflösung? Also wie viele Sensoren in X und Y Richtung hast du denn jetzt gerade? Gib mal die Zahl her, die multipliziere ich mit 64 und dann habe ich meine Auflösung von dem Touchglas. Also es ist so, dass das relativ große Flächen, also ich würde mal sagen, irgendwie so ein Quadratzentimeter oder sowas, vielleicht ein bisschen kleiner. Und die Software interpoliert dann dazwischen, wenn du mit dem Finger zwischen diesen Dingern hin und her wechselst. Das hat damit zu tun, dass der Prozessor oder der Touchchip auch nur eine endliche Anzahl von IO-Pins hat, die er da halt bedienen kann. Und ja, also da ist ein Mechanismus da, wo ich weiß, okay, wenn ich dieses Register auslese, dann bekomme ich irgendwie harte, verlässliche Informationen aus diesem Touchglas. Das ist aber halt wirklich, wie gesagt, nur bei EDT so der Fall. Und bei den anderen ist es halt einfach, da wird irgendeine Firmware anscheinend mit einem Baukastensystem zusammengestrickt und die Zahlen sehen irgendwie plausibel aus und dann ship it. Also das ist teilweise echt spannend, was da an dieser Stelle passiert. Ja, und eigentlich bin ich damit jetzt durch. Ich habe jetzt nicht hier jetzt nochmal drauf abgehoben, wie man einen Touchtreiber selber implementiert. Wenn da noch Interesse dran besteht, dann können wir da gerne nochmal kurz drauf gucken. Jetzt. Kannst du zwei, drei Sätze dazu verlieren, wie das Protokoll oder der Treiber sozusagen aussieht? Also wie man das Protokoll-Koordinaten? Das ist eine I²C-Kommunikation, die da stattfindet. Zum User Space hin legst du ein sogenanntes Input Device an und meldest da dann verschiedene Events. Also das kann ich dir gerade zeigen. Wo haben wir es? Da. So, also hier, das ist jetzt quasi die Interrupt-Service-Routine, die jetzt signalisiert bekommt hat, hier der Touchscreen hat auf einem IO-Pin gesagt, hier, es ist was Spannendes passiert. Dann initialisiert der Host also eine I²C-Transaktion, die halt eben, je nachdem, welches Modell man sieht, eben komplett anders aussieht, aber letztlich kriegt man dann eben einen Block von Bytes zurück, den man dann interpretieren muss. Und das passiert hier. Also da iteriere ich jetzt sozusagen über die verschiedenen Geschichten drüber. Und dann habe ich also hier mein Input-Device, was ich mit kernel-interner Infrastruktur angelegt habe hier und sage jetzt, okay, da ist jetzt eine Taste gedrückt worden, hier in dem Fall eben die Button-Touch-Taste, die eben signalisiert, es berührt irgendeinen Finger, den Touchglas. Hier die Pressure-Achse, die ist in aktuellen Versionen nicht mehr drin. Das ist ein Workaround für kaputte User-Space-Software gewesen, die eben für diese Präsenzanzeige, es ist was auf dem Bildschirm, die Pressure-Achse ausgewertet haben, obwohl die hier bei diesem Modell wirklich nur zwischen 0 und 1, also wirklich diskret nur hin und her schalten kann. Wenn die jetzt eine echte Druckinformation liefern würde, dann wäre diese Achse an dieser Stelle sinnvoll. So ist sie halt irgendwann dann später in einem späteren Review-Prozess wieder rausgeflogen. Hier wird eine X-Koordinate und eine Y-Koordinate übermittelt und dann muss man hier nochmal ein bisschen was machen. Ja, das ist jetzt noch das alte, das A-Protokoll, wo man jetzt halt sagt, okay, die Tracking-ID sowieso hat eben die X-Position und jene Y-Position. Und dann macht man halt hier einen Input-MT-Sync und dann sorgt eben auch die andere Infrastruktur im Linux-Kernel dafür, dass die das sozusagen noch ein bisschen vereinfacht, also zum Beispiel redundante Informationen nicht nochmal erneut an das User-Space schickt, sondern wirklich nur Änderungen. Und genauso hat man hier also bei der Initialisierung von dem Ganzen, die hier unten irgendwo stattfindet. Wo haben wir es denn? Hier.
Hier wird also auch vorab angemeldet, welche Achsen denn jetzt dieses Input-Device tatsächlich liefert. Das heißt, du kannst ein Input-Device öffnen, Event-Device, Dev-Input-Event irgendwas. Kannst dann IO-Control absetzen und abfragen, hier, welche Achsen hat denn jetzt dieses Gerät, was hier dargestellt wird? Welchen Namen hat das? Und solche Geschichten kann man dann abfragen und dann öffnet man dieses Device, liest und kriegt eben eine spezielle Struktur zurück, die eben diese Information darstellt. Und das ist eigentlich relativ schlicht. Also das ist jetzt nichts, keine Rocket Science an der Stelle. Gut, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit.